Bei der Operation Cowboy kämpfen amerikanische und deutsche Soldaten Seite an Seite, um das Leben der wertvollsten Pferde Europas zu retten. Die Ereignisse bewegten Walt Disney so sehr, dass er persönlich einen Film darüber drehte. Hinweis: Folgendes Video erzählt dokumentarisch eine historische Geschichte und ist in dessen Kontext zu betrachten. Während die alliierten Truppen im April 1945 an praktisch jedem Frontabschnitt vorrückten, war eine kleine Gruppe deutscher Soldaten in der Tschechoslowakei eingesetzt, um Zuchtpferde zu betreuen. Bei den Tieren handelte es sich um sogenannte Lipizzaner, eine sehr alte und edle Pferderasse mit ihrem Ursprung in Slowenien. Genau deshalb hatten die deutschen Soldaten jedoch Angst, dass den Pferden etwas zustoßen würde, sobald das 1000-Seelendorf namens Hostau vom Feind überrannt wird. Die sowjetischen Kräfte waren nicht mehr weit entfernt und es gab viele Berichte darüber, dass sie schon bei der Eroberung Ungarns zahlreiche solcher Hofpferde erlegt hatten. Mit dem Verlust der etwa 350 Lipizzaner würde der letzte Zuchtbestand Europas und damit ein ganzes historisches Erbe verloren gehen. Insbesondere Oberstleutnant Hubert Rudowski, der Leiter des Gestüts, wollte die Tiere auf keinen Fall verlieren und fragte mehrmals beim Ministerium in Berlin an, wie sie bei einem Einmarsch feindlicher Truppen handeln sollten. Da als Antwort immer nur der Befehl kam, die Stellung um jeden Preis zu halten, war Rudowski zwischen seiner Loyalität als Soldat und der Liebe zu den Tieren innerlich zerrissen. Doch mit dem Eintreffen von Walter Holters, einem Oberst der fast nicht mehr existierenden deutschen Luftwaffe, sollte sich alles ändern. Rein strategisch gesehen lag das Gestüt in dem Gebiet, welches die Sowjetunion bald erobern würde. Doch die US-Truppen waren auch nicht allzu weit entfernt. Genau genommen befand sich sogar eine tollkühne Aufklärungseinheit der Amerikaner nur rund 50 Kilometer entfernt. Es handelte sich um das berüchtigte 42nd Cavalry Reconnaissance Squadron, bei den Deutschen bekannt als Pattons Geistereinheit, da es den Soldaten immer wieder gelang, völlig unerwartet auf dem Schlachtfeld aufzutauchen. Diese Fähigkeit schien wie gemacht, um die Pferde noch rechtzeitig zu evakuieren, bevor die sowjetischen Streitkräfte diese entdeckten. Währenddessen war zufällig Oberst Holters auf dem Hof in Hostau eingetroffen, dessen Wetterbeobachtungseinheit durch die schrumpfende Luftwaffe keine nennenswerte Verwendung mehr hatte. Er teilte Rudowskis Leidenschaft für die edlen Pferde und war erstaunt über den wertvollen Zuchtbestand. Im Hinblick auf die anrückenden sowjetischen Kräfte wollte dieser das Schicksal der Tiere allerdings nicht dem Zufall überlassen und überzeugte Rudowski von einem gewagten Plan. Er würde Verbindung zu den Amerikanern aufnehmen und sich nach einem kurzen Scheingefecht gefangen nehmen lassen, um als hoher deutscher Offizier eine Rettung der Tiere zu erbeten. Rudowski zögerte zwar, doch da es sich vermutlich um die einzige und letzte Chance handelte, die Tiere zu retten, stimmte er zu. Das Vorhaben gelang und nur wenige Tage später saß Holters mit Colonel Reed am Frühstückstisch, Befehlshaber der amerikanischen Aufklärungseinheit und ebenfalls begeisterter Pferdeliebhaber. Wir fanden heraus, dass wir gemeinsame Pferdeinteressen hatten und er zeigte mir recht schöne Bilder von Lipizzanern und Arabern, die er in Hostau aufgenommen hatte. Wir stimmten darin überein, dass die Pferde nicht in sowjetische Hände fallen durften, erzählte Reed später über das Gespräch. Eine Rettungsmission würde sehr gefährlich werden, da die US-Truppen bereits in heftige Kämpfe verwickelt waren und kaum Kräfte zu entbehren hatten. Die Aufklärungseinheit war früher jedoch selbst beritten gewesen und auch wenn Panzer die Pferde mittlerweile abgelöst hatten, ist das Wort Kavallerie bis heute im Namen verewigt. Einige der Soldaten hatten in ihrer Ausbildung noch gelernt zu reiten und eine enge Verbindung zu den Tieren aufgebaut, weshalb sie sich sofort für die Operation begeisterten. Auch General Patton, der berüchtigte Befehlshaber der amerikanischen Truppen, war ein Pferdenarr und hatte sein Land sogar 1912 bei den Olympischen Spielen im Springreiten vertreten, weshalb er der Rettungsmission trotz des Risikos zustimmte. Während in Hostau bereits die ersten sowjetischen Granaten einschlugen, eröffneten die Amerikaner an ihrem Frontabschnitt ebenfalls das Feuer. Ein Ablenkungsmanöver, bei dem sich ein kleiner Konvoi mit leichten Panzern und Transportfahrzeugen ablöste und etwa 30 Kilometer in das noch von Feinden besetzte Gebiet vorstieß. Die Operation musste streng geheim gehalten werden, denn auch wenn es sich um Verbündete handelte, drangen die Amerikaner in einen Bereich vor, der offiziell den Sowjets zugesprochen worden war. Die deutschen Soldaten auf dem Pferdehof mussten ebenfalls aufpassen, wem sie von der Operation erzählten. Vor jedem Militärgericht wären sie wegen Kooperation mit dem Feinde bestraft worden und ein hoher deutscher General hatte Rudowski sogar jegliche Verhandlungen mit den amerikanischen Truppen ausdrücklich untersagt. Doch das Wohl der Tiere war an dieser Stelle beiden Seiten wichtiger. Als die Aufklärungstruppen den Hof erreichten, stand das halbe Dorf einschließlich der ehemals als Arbeiter verpflichteten Militärgefangenen an den Straßenrändern und bejubelte die Befreier. Nur wenige Schüsse fielen und die deutschen Soldaten gaben ihre Kampfausrüstung ohne Zwischenfälle ab. Die amerikanischen Soldaten, welche nicht als Wachen eingeteilt wurden, rannten sofort zu den Ställen und bewunderten die anmutige Pferderasse. In der Zwischenzeit zeigte Oberstleutnant Rudowski Reed das gesamte Ausmaß des Gestüts und schnell wurde klar, dass die Evakuierung der rund 600 Pferde den vollen Einsatz aller Kräfte erfordern würde.
Die Hengste benötigten die Führung eines erfahrenen Reiters, wobei ihnen zugute kam, dass viele der amerikanischen Soldaten den Umgang mit Pferden gelernt hatten. Auf der anderen Seite waren viele Stuten auf dem Hof hochschwanger oder hatten erst vor wenigen Wochen Fohlen geboren, sodass sie nur auf Lastwagen transportiert werden könnten. Glücklicherweise hatte nur kurz vorher eine deutsche Artillerieeinheit in der Nähe kapituliert und zahlreiche LKWs zurückgelassen, welche von den Soldaten beschlagnahmt wurden. In Windeseile bauten sie die Fahrzeuge um und errichteten sogar improvisierte Rampen, um den Tieren auf die hohen Ladeflächen zu helfen. Während die Evakuierungsmaßnahmen im vollen Gange waren, rückten jedoch plötzlich deutsche Infanterieeinheiten an, welche nicht in den Plan eingeweiht waren, mit dem Ziel, Hostau zurückzuerobern. Der Aufklärungstrupp der Amerikaner war für einen schnellen und leichten Marsch ausgelegt, nicht für andauernde Gefechte mit der angeschlagenen, aber immer noch gefürchteten deutschen Armee. Daraufhin ließ Colonel Reed die zuvor befreiten Briten, Neuseeländer, Franzosen, Polen und Serben mit Waffen ausstatten, um den Hof zu verteidigen. Selbst die deutschen Soldaten in Hostau erhielten ihre vorher abgelegte Kampfausrüstung zurück, nachdem sie versprochen hatten, auf den Befehl der Amerikaner zu hören. Zu guter Letzt schloss sich ein Prinz der Kosaken, welcher zuvor auf der Seite der Deutschen gekämpft hatte, der bunten Truppe an und unterstützte die Verteidiger durch seine erfahrenen Kavalleriesoldaten. Da die anrückenden Soldaten glücklicherweise über keine Panzer verfügten, konnte der multinationale Verband den Angriff nach zwei heftigen Auseinandersetzungen erfolgreich abwehren. Auf dem Gestüt wurde wieder Ordnung hergestellt und nachdem alle Vorbereitungen abgeschlossen waren, marschierte der hunderte Meter lange Konvoi aus Reitern, Pferden und Lastwagen langsam in Richtung des von US-Truppen besetzten Bayern. Sie entkamen gerade noch rechtzeitig, denn während der Pferdehof im Hintergrund verschwand, tauchten bereits sowjetische T-34 am Horizont auf. Die Soldaten vermieden jedoch weitere Konfrontationen und ließen den Verband ziehen. Nachdem die Pferde in Sicherheit waren, galten Oberstleutnant Rudowski und seine Männer offiziell als Kriegsgefangene. Doch sie wurden ehrenhaft behandelt. Einige Tierärzte erhielten sogar offizielle Anstellungen und konnten sich weiterhin um die stolzen Vierbeiner kümmern, welche sie jahrelang gepflegt hatten. Die Lipizzaner selbst wurden vereinzelt in die USA geflogen und erst im Militär gehalten, bevor man sie an Privatpersonen verkaufte. Der Großteil des Zuchtbestandes ging in den folgenden Jahren jedoch fast vollständig an die traditionellen Besitztümer von Jugoslawien und Österreich zurück. Somit hatte die deutsch-amerikanische Zusammenarbeit letztendlich das historische Hofgestüt von zwei Ländern gerettet und so gut wie alle Pferde zurück in ihre Heimat gebracht. Zwischen vielen Offizieren, die an einem tollkühnen Unterfangen beteiligt waren, entwickelte sich ein freundschaftliches Verhältnis und ihre Leidenschaft für Pferde verbindet sie bis heute. Sie können zu Recht stolz auf ihre Tat sein. Im Jahr 1963 veröffentlichte Walt Disney sogar einen Film namens Flucht der weißen Hengste über die Geschehnisse, welcher als Familienunterhaltung großen Anklang fand. Bei Operation Cowboy handelt es sich um das einzige von zwei Ereignissen zwischen 1939 und 1945, bei dem amerikanische Soldaten Seite an Seite mit den Deutschen kämpften. Das andere Szenario war der Kampf um Schloss Itter. Wenn ihr von dieser Geschichte ebenfalls ein Video sehen möchtet, lasst uns gerne einen Hinweis in den Kommentaren da. Für diejenigen, die es bis hierhin geschafft haben, vielen Dank fürs Zusehen. Falls ihr uns unterstützen wollt, schaut gerne mal in unserem Shop vorbei, wo wir Merchandise, kostenlose Wallpaper und vieles mehr anbieten. Bis zum nächsten Mal.